Achtung, in diesem Let's Play kann es zu teils sehr lauten und unpfleglichen Aufrufen kommen. Solltet ihr diesbezügliche Aversionen haben, dann solltet ihr das vielleicht nicht gucken. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead by Daylight. Heute mal in einem etwas anderen Team, Montemang. Ich muss mal ganz kurz in den Discord rüber wechseln. Das solltet ihr jetzt hoffentlich nicht sehen können. Boah. Hallihallöchen. Hallo. Da haben wir schon mal die Candace und der Malte, der fehlt noch. Ja, der fehlt noch. Ich habe ihn schon getaggt, aber ich vermute, er ist gerade in der Killerrunde. Mhm. Ich habe mit dem Let's Play schon angefangen, habe die Zuschauer schon begrüßt. Wunderbar. Sehr schön. Ja. Also wie ihr gehört habt, liebe Zuschauer, wir warten auf unseren dritten Mitspieler, damit das hier richtig losgehen kann, aber der ist wahrscheinlich gerade noch am Morden. Höchstwahrscheinlich. Er war zufälligerweise mal mein Killer, was ich erst ganz am Ende herausgefunden habe im Afterchat. Ups. Das war ein bisschen verwirrend. Ja, gut, man weiß es ja vorher nicht. Man sieht es in der Lobby nicht und man sieht es auch während des Spielens nicht. Man sieht es halt erst in der Credit Scene sozusagen. Ja. Er hatte gesehen, dass ich eine Survivor war, aber dann hat er halt am Ende in den Aftershit geschrieben, ey, Candace, und ich war total verwirrt. Ich so, hey, hab ich gerade mit ihm zusammengespielt als random, ohne dass ich davon guck so, hey, nee, ach, warte, der Killer, er war der Killer, was? Das war ein Riesenzufall einfach nur. Ich fänd das mal eine super Idee, als Killer irgendwie so ein Gangmitglied mit einer Spraydose, der dann Nachrichten auf der Wand irgendwie hinterlassen kann, dass er sich dann irgendwie so bemerkbar machen kann. Ja, das wäre lustig. Ja, Mensch, was ist denn hier mit dem Hauptmenü passiert? Erst hat mich das Hauptmenü komplett rausgeschmissen, so nach dem Motto, es ist ein Fehler aufgetreten, wir konnten deine Erfolge nicht synchronisieren oder irgendwie sowas. Und ja, jetzt sieht hier alles auf einmal so asiatisch aus. Und irgendwie die Anfangsszene, die habe ich jetzt im Let's Play nicht zeigen können, weil irgendwie sah das auch anders aus mit den Motorrädern. Ja, das ist das Intro von dem neuen Killer, der jetzt rauskam kürzlich. Und die Lobby wurde dem jetzt auch erstmal angepasst. So. Ist halt so ein japanischer Oni-Killer, deswegen sieht alles so ein bisschen Hintergrund japanisches Häuslein und so weiter und so fort. Ja. Naja. Gut, ich habe die neuesten Updates noch nicht. Ich weiß nicht, was das letzte Update ist, was ich mir gezogen habe. Ja, wahrscheinlich der Killer. Beziehungsweise die Karte. Ach, keine Ahnung. Ja, also den Killer habe ich mit Sicherheit noch nicht. Also es ist schon eine Weile her, dass ich das letzte Update gezogen habe. Also die DLC-Updates-Dinger. Ja. Yeah. Also... Ich weiß nicht, ob die Zappel-Susi, also die mit den Splittern im Körper, die letzte war, die ich gezogen habe, keine Ahnung. Ist schon etwas her, ja. Es ist schon etwas her, ja. Also ich habe da schon lange kein Geld mehr investiert. So, der Malte hat sich mittlerweile auch eingefunden. Ja, ich musste gerade mein Mikrofon reinstecken. Als Headset. Ja. Sonst geht's ja schlecht. Huch. Ja, Malte, du bist jetzt auch auf YouTube zu hören. Oh. Sag Hallo zum Internet. Bin ich jetzt im Fernsehen? Nein. Also, wenn sich irgendjemand die Folge auf dem Fernseher anguckt, dann ja. Na gut. Wer macht die Lobby auf? Schon offen. Achso, ist schon offen. Na gut, ja. Gut, dass wir alle bei Steam befreundet sind. Brauchst du bloß die Einladung rausschleudern. Wo ist Rabbit? Den habe ich nicht. Doch. Ja, dann mache ich das. Du hast mich mit Sicherheit auch, weil ich hab dich nämlich drinne. Ach, du bist nicht online, deswegen. Ach, da. Okay. Einmal mit Profis. Ich mach das absichtlich, weil... Typisch YouTuber. Wenn ich Let's Plays aufnehme, dann soll man mich gefälligst auch in Ruhe lassen, ne? Ja, jetzt sehe ich das. So. Einer. Wusste ich hier gerade doch mal. Hä? Huch. Ja, da hat... Spiel starten, okay. Gut.
Ich weiß nicht, warum ich das jetzt als Chatnachricht bekommen habe. Ich dachte, das hätte sich irgendwie mittlerweile so als Ingame-Overlay irgendwie. Aber gut. Ach, die noch geholt. So. So, oh, Zwillingsschwester. Ja. Ich muss 3 Generatoren reparieren. So, toll. Das einzig hilfreiche, was ich habe, ist ein Erste-Hilfe-Kasten. Nehmen wir das direkt mal. Gucken, was für Perks ich habe. Perks. Ich habe Borrowed Time, ich hänge ab. Wäre besser. Das hier. Ich bin bereit. Ich auch. Medikit und ja. Ach ja. Achso, wenn du das schon länger nicht mehr gespielt hast, es gibt jetzt das Archiv, wo man so kleine Zusatzaufgaben hat, um Blutpunkte zu verdienen. Ja, es gibt alle Nase lang irgendwelche Zusatzpunkte. Also ich komme mit der Leiste, die hier oben ist, schon bald nicht mehr hinterher. Das haben schon beinahe zu viel, als sie dann damals die schillernden Scherben eingeführt haben. Ja gut. Das Archiv, das habe ich schon fertig gemacht. Da waren noch 15 Tage übrig oder so. Also ich habe das letzte Mal tatsächlich, glaube ich, im Dezember oder so gespielt, aber da dann ohne Aufnahme und so. Aber es ist halt schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal Geld in DLC investiert habe, weil das ist mir nicht immer sofort wert, dass ich da gleich Geld rausschleudere. Das kannst du ja auch so machen, du nur bekommst halt weniger Geschenke, sag ich mal. Das Praktische ist ja, man muss ja die DLCs nicht runterladen, um auf den Karten mitzuspielen oder den Killer zu erwischen. Genau. Der einzige Nachteil ist im Grunde ja eigentlich bloß, dass man den Killer selbst nicht spielen kann und die Karte auch selbst nicht auswählen kann, aber... Gut, die Karte kann man nie auswählen. Naja doch, in privaten Runden kann man die, glaube ich, mittlerweile auswählen, oder? War das nicht so? Ja, aber da sind die freigeschaltet. Alle, tatsächlich. Okay. Ja, gut, so wie alle Perks von allen Killern und so weiter. Und ja, du kannst ja eine Web aussuchen mit den Opfergaben. Ja, aber die Opfergaben kommen ja auch, da sind ja auch alle freigeschaltet. Und ich denke mal, in der offiziellen Runde werde ich die entsprechenden Opfergaben dann für die neuen Karten dann wahrscheinlich gar nicht erhalten, weil... Ja doch, wirst du. Die tauchen einfach im Blutnetz wie immer auf. Ganz normal. Ab und zu, wenn man Glück hat. Ist ja immer so. Steht denn bei jedem Partie wird gesucht oder haben wir eine Broken? Also Partie wird gesucht steht bei mir, definitiv. Sehr gut. In letzter Zeit sind die Lobbys so ein bisschen broke, deswegen... Kann sich nur um Stunden handeln. Wenn ich die Folge übrigens auf YouTube hochlade, wundert euch nicht, dass ich dann dahin schreibe Team 2 oder irgendwie sowas, weil normalerweise spiele ich ja mit meiner Ex und ihrem Freund. Mhm. Und damit bilde ich dann sozusagen Team 1 und ihr werdet dann jetzt Team 2 sozusagen. War, aber wir sind die Profis, ja. Die anderen waren zuerst da. Gott. Wir sind nur Platz 2, Malte. Na. Mein Herr. Warte mal, du spielst mit deiner Ex-Freundin und mit ihrem neuen Freund? Ja. Yep. Hm. Ich sag mal, wenn man mit ihr noch gut befreundet ist, dann kann man das ja durchaus machen. Genau. Mir fällt aber leider immer irgendwie kein besserer Begriff für sie ein als Ex-Freundin, weil gute Freundin, also meine beste Freundin bezeichne ich jemand anderes. Sie sagt zwar immer von mir, ich wäre ihre beste Freundin, aber... Oh. Nun, ich würde... Warum nicht einfach ja Freundin sagen? Eine Freundin halt. Ja. Oder? Hat mir seine beste Freundin auch als seine. Hä? ist halt. Okay. Ist halt nicht immer ganz einfach. Ja. Oh, das stimmt. Ob ich das Spiel überhaupt noch kann. Ich habe jetzt auch Monate nicht gespielt, alles gut. Ach, deswegen. Keine Sorge, wenn es hart auf hart kommt, rette ich mich selbst. Das ist gut zu wissen. Oh Mann. Also wie immer.
Ja. Schön. Die Generatoren sind blockiert. Ach nee, das gab's ja jetzt auch mittlerweile. Alter, oh. Schwede. Damit haben wir. Schön zu wissen, ich habe bisher noch keinen Killer gesehen. Bei mir ist die Kotzlady, die Seuche. Ach, okay. Zum Waterstein, das Spiel. Die mit Diarrhoe. Die Diarrhoe-Olle ist da. Oder war das Diarrhoe? Was kam hinten raus und was kam vorne raus? Ja, ich weiß es nicht. Wo bin ich? So, ich habe einen nicht gesperrten Generator gefunden. Oh, hallo. Schon mal sehr schön. Hi. Ich komme nicht rüber. Das Wiegen hilft der Jägerin. Ach komm. Ein Totem ist aktiv. Hi! Oh, hau ab da. Wir gehen einfach zum nächsten. Hau ab! Und rums. Ist Keller? Nee. Ich glaube, da vorne ist ein Gentner. Ey, du ägyptische Königin, ja. Ey, du hast echt ein Problem. Zum einen hast du zu lange in der Sonne gelegen und zum anderen hast du was falsch gegessen. Also. Ja, halt. Ja, spuck nochmal nach. Ich warte ihn ab. Ja, ja. Ja, die kommt wieder. So, wer auch immer mich vom Haken holt, sollte dann ganz schleunigst ausweichen, nicht dass ich euch ankotze. Ja, ja. Ach schön, da ist ja gleich ein Waschbecken nebenan. Mach Wind! Hallo! Ich kotze die Engine wieder an. Ey, nee, Olle, du kommst jetzt nicht. Ja, warte mal schön, bis ich mich sauber gemacht habe und dann mach ich mich mal schön schleunigst vom Acker hier. Ah, oh, nee, jetzt hat sie mich schon wieder angespuckt. Nee, das gibt's ja nicht. Ich will doch nur einen Gem machen. Hau ab! Boing. Ach, genau ja, dieselbe Stelle, ne? Ja, die hat mich echt auf den Kieker, ey. Das gibt's gar nicht. Ach ja, wie immer. Immer ich! Hi! Ja. Direkt nebenan. Der hätte ich bei mir gewesen. Ja, pass auf, die jagt dich. Ja, mit dem Daumen. Ist das scheiße? So, jetzt weißt du, wo der Random ist? Nö, aber die will ich gerade ankotzen. Hau ab! Ich möchte nicht pessimistisch sein, das sieht nicht gut aus aktuell. Ja, nee! Ach komm! Noch kein Gen. Hi! Was zur Hölle? Ich wollte gerade hin und helfen. Oh, nee. Ah! Okay, ich bin tot. Vergesst es. Ach, ernsthaft? Ich bin raus aus dem Spiel. Die hat mich noch. Die lässt mich liegen? Ja, die holt mich noch erstmal. Das wäre jetzt noch, wenn ich mich jetzt bis zu einem Waschbecken kraxeln kann, mich da hochziehen könnte an dem Becken und mich dann so sauber. Bleib stehen! Ja. Ja. Schlampige Schlachter. Nein, aua! Random Jen? Im Lager? Okay. Holt dich irgendjemand? Nö. Das ist schlecht. Sie wird gerade gejagt, Killer. Amy, kannst du Malte runterholen? Ja, kann ich versuchen. Oh. Allerdings ist der Killer gleich wieder um die Ecke. Komm! Jetzt? Okay. Erst dann, wenn sie aufgehoben wird, bitte. Oh. Ja, passt. Aber ich glaube, du hast mich angespuckt. Gehst du? Ja, die kommt schon wieder. Oh, ich hab mich gerade geheilt. Das ist jetzt doof. Ey, du hör hier mal bitte auf, Fluchtversuche zu machen, ja? Also, das geht da mal gar nicht.
Ah. Er kann jetzt sein, dass er nur noch zwei Waschbecken auf dem... Die hat rote Kotze! Ja, ich wollte gerade sagen, sie hat jetzt die rote Kotze aufpassen. Die hat rote Kotze. Okay, das wäre... Ja, ich hab nicht mitbekommen, dass sie rote Kotze hat. Toll. Ich komme sofort. Och, alles gut. Ich bin irgendwo hier. Als ob du wüsstest, dass ich da bin. Oh! Hallo! Aua! Hängst du mich ab? Hallo? Hallo, Lulu! Na komm. Hallo! Hi! Ich will mich auch mal heilen. So viel Musik wollte ich gar nicht machen. Die spuckt hier mit ihrem Blut über das ganze Feld. Hau ab! Meinte, kommt jemand zu dir? Den Generator fasse ich nicht mehr an. Ja, ist jemand bei dir? Ah, oh, sehr gut, dann mache ich hier hinten meinen Gen weiter. Den Generator fasse ich nicht mehr an. Ich hab schon viel Terrorradius. Hinter der Shack, also hinter der Killerhütte von Chen, an dem sitze ich dran. Zwischen. Ja, ich glaube, ich höre es hier klackern irgendwo. Direkt neben dem Haken und einer brennenden Tonne? Ja, Hallöchen, ich bin's. Ich hab mich erschrocken von dir. So hätte ich doch gar nicht aus. Die war irgendwo beim Lager gerade. Entschuldigung. Ich verrück grad in ihr. Gut, ich merk schon, ich bin hier. Ich hab gerade woanders hingeguckt. Also, passiert. Komm, wir ziehen durch. Aktuell hängt ja auch keiner, also. Alles no. Richtige Profis hier. Ich bin fast versucht, genau an dieser Stelle Alter. Irgendwie das Lied Ich bin Klempner von Beruf von Reinhard May einzuspielen, irgendwie. Keine Ahnung. Oh, verdammt! Wir hatten ihn doch fast! Was denn? Wir haben das Lieblied, deswegen. Ich hab keine Ahnung, was heute los ist, ehrlich. Ja. Tschüss! Wiedersehen! Oh Gott, ich hatte gerade Terrorradio, super. Dito. Oh. Ah ja, ich weiß auch ganz genau, wo die Killerin ist. Ja, ich auch. Zufälligerweise. Diese ägyptische Königin kann die Brunnen selber machen, ist ja. Weiß sie sich damit nicht eigentlich selbst in den Hintern, wenn sie die Brunnen wieder sauber macht, oder? Nee, weil sie dadurch rote Kotze bekommt. Lecker. Und die packt uns direkt auf den Boden quasi. Naja. Ah. Nicht, dass ich ohnehin tot wäre, wenn ich am Haken wäre. Es hat gerade so gut funktioniert mit uns beiden. Wir machen jetzt noch einen. Tschüss. Ah, das ist Ruhe. Die Olle kommt. Ja, ich weiß, die verfolgt gerade. Ups, das war ich jetzt. Einfach scheiße. Weitermachen. Es kann nur schief gehen. Bei mir ja. Kannst du mal bitte. Ich bin tot. Schief ist Englisch und Englisch ist modern. Tschüss. Ich guck für euch. Also, ich lag jetzt nicht direkt, als sie mich mit dem roten Zeug angespuckt hat. Sie kommt zurück. Bin ich da? I need a Waschbecken to my Körper. Ja, sie hebt mich auf. Das tut mir leid. Ich wollte dich noch retten. Seid der Killerin, dass sie mir auf den Sack geht. Sehr schön. Pfui Teufel, ey. Ihr sollte mal ihren Zahnarzt wechseln. Irgendwas stimmt mit ihrer Mundhygiene nicht.
euch, das Waschbecken ist gerade verseucht. Ach, alles gut. Ist leider keiner mehr. Wir haben einen Generator. Ich sage, halt, ich geselle mich zu dir, aber noch sterbe ich nicht. Noch lebe ich! Noch lebe ich! Boah, wie oft kann die sich den rote Kopf so holen? Wir heilen uns alle viel zu sehr. Guten Tag! Ja, war jetzt nicht so schlau. So, die ist doch gerade irgendwo die Pampa gerannt, oder? Nö, eigentlich nicht. Ich dachte, sie wäre in die Pampa gerannt. Nee, eigentlich nicht. Sichere Rettung vom Marken, aber ich hab die Killerin hinter mir, geil. Oh, das ist schön. Lauf mal in die andere Richtung. Ja, mach das mal. Hinter dir war mein Gen, die ich gerade machen wollte. Ja. Wo ist jetzt der andere Typ hier hin? Der ist hier gelaufen. Malte, halt aus, ich komm zu dir. Rabbit! Ah, verdammt, was mache ich denn heute? Das ist Wiegenlied immer noch. Nee, ich bin einfach nur blöd. Das ist das Problem. Ich bin heute einfach nur verdammt blöd. Und guck mal, da läuft sie. Ich sehe sie ganz genau. Verpiss dich. Hure. So. Zion. So, ich habe noch einen Jane gefunden. Ja, schön. Gucken wir mal Chrysoid zu, oder wie der... Der oder die aus. Ja, genau, was macht denn der? Steht gerade irgendwie im Häuschen und rennt hier im Zickzack durch die Gegend. Nee, meine Jutta, der Generator funktioniert schon, also da wirst du andere Gefilde suchen müssen. Ich glaube, sie sucht einen Totem. Oh. Da ist durchaus eins, aber es brennt nicht, jetzt durchsucht sie eine Kiste. Ich will doch nur den Gen machen. Vielleicht weiß er, wo die Luke ist und sucht einen Schlüssel, um es zu öffnen. Hat er die Kiste aufgemacht und einen Werkzeugkasten bekommen? Bin ich da? Hast mich nicht gesehen. Schön. Jetzt macht sie der Totem kaputt, einfach weil sie kann. Das ist eine gute Idee. Gibt 1000 Punkte. Ja, früher, als die Dinger neu waren, gab es immer nur 400. Da haben sie auch ein bisschen an den Punkten geschafft. Mann, jetzt geh doch mal weg. Für Brennendes gibt es 1500. Für ein Brennendes weiß ich nicht. Ich hab früher irgendwie immer den Kappen bekommen. Das ging fix. Das war gut. So, Chrysoid, du musst uns alle retten. Sag meinen Kindern, dass ich sie hasse. Sag meinen Kindern, dass ich ihre Hausaufgaben gefressen habe. Luke. Oh, die Luke, hi. So, ich wusste, er weiß, wo die fucking Luke ist. Tschüss. Hab's, hab's. Ah, jetzt kann er im Keller spielen. So ein Gemeinling. War die ja mittlerweile auch scharf. Finde, der Killer kann die Luke zumachen, ne? Ja, genau. Chris sagt, mir wird schwindelig. Juhu! Du Schwindelkudel! Nö! Geh einfach weg! Nö! Mach ich nicht! Einmal Nacken ausgehangen und dann Spucke Weitwurf. Alter, das hat bescheuert. Das ist so toxisch einfach. Das ist bescheuert. Jetzt spring doch rein. Danke. So, diese Runde wurde gesponsert von Scattered. GG, würde ich sagen. Hat sich gut geschlagen. Auf alle Fälle. Ja. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut. So, dann gehe ich mal gut auf
aufwerten, dann müsste ich ja hoffentlich direkt ins Blutnetz geraten. Das wird nur ein Generator muss ich noch machen. Oh, ich habe noch 892 Punkte. Das ist das hat sich nicht gesund angehört. Ja, ich bin noch ein bisschen krank. Blöderweise. Das ist aber nicht gut, dann zu viel Tee trinken.